Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 104. Jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da. Und wir legen auch gleich los. Und zwar haben wir ja am Anfang ein wahnsinniges Chaos auf der Platte gesehen. Ich glaube, das kommt immer gar nicht so richtig rüber, wenn man das im Video zeigt. Ist halt so. Und da haben wir ja auch gesehen, wie ich da die Abluftrohr da, wo ich dann gelötet habe und ach, das war wahnsinnig, oder es ist wahnsinnig viel Arbeit mit den ganzen Kabelkram, den ich hier mache. Wir sehen es ja auch im Hintergrund hier, das ist nur ein ganz kleiner Teil meiner Reed-Kontakte und davon, von jedem Reed, kennt man ja, sind ja zwei Anschlüsse dran, geht auch immer nur ein Kabel hier lang. Das andere Kabel ist immer gleich vor Ort in so einer, ja, habe ich immer im vorletzten Video, glaube ich, gezeigt, wo dann immer diese lila Leitung da den einen Pol sozusagen ausmachen. Also von jedem Reed geht gerade mal ein Kontakt hier runter oder eine Litze geht hier runter. Und das ist, wie gesagt, nur ein kleiner Teil auf der linken Seite von der Anlage. Ich habe da mir eine Wahnsinnsarbeit gemacht. Unabhängig von der Umrüstung von digital zum Teil analog, ich sag's mal so, es ist ja, wird ja nicht hundertprozentig analog werden, ist es so, dass ich das hätte sowieso machen müssen. Also die Reed-Kontakte hätte ich sowieso verlegen müssen, denn die sind ja bei mir da für die Steuerung der Weichen. Komme ich gleich nochmal zu. Hier sehen wir übrigens jetzt mal den Anfang des Ganzen. Wir haben es ja im Video 103 gesehen, wie ich da hinten durch die Kabel da gelegt habe. Das ist aber, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs. Also die richtige Kabelwahnsinn und was auch immer reinkommt, das kommt jetzt erst alles noch. Hier blende ich jetzt bloß mal kurz zwei, drei Bildchen ein von meinem Nachtlicht, was ich auf der rechten Seite angebracht habe. Das ist also nichts weiter wie ein LED-Streifen, der da auf einem Winkel aufgebracht worden ist, so dass, wenn ich das von oben habe, wie soll ich sagen, mich das nicht blendet. Also ich möchte kein Licht in den Augen haben, wenn ich da irgendwo stehe. Und das soll also blendfrei für mich sein in allen Lagen, die irgendwo sind. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier hat der Uli mal wieder gepennt. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich fräse unter meinem Gleis. Das ist, wer die Stelle nicht kennt. Links sind die Arkaden, die ich gebaut habe. Und rechts ist der Steintunnel, den ich aus natürlichen Steinen, also das sind alles natürliche Steine, die wir hier sehen, gebaut habe. Und das ist eigentlich fertig gewesen, die Stelle, ja. Und dann habe ich so mich vor die Anlage gestellt, habe meine Reed-Kabel da überall gezogen, was ich eben gezeigt habe. Das ist zwar an anderer Stelle jetzt hier, aber spielt keine Rolle. Und stehe so da und überlege, ich denke, was machst du hier eigentlich für einen Bockmist? Ich habe den Reed-Kontakt, den ich jetzt da drunter in dieses Loch da eingefräst habe oder das Loch gefräst habe. Hier teste ich übrigens in meinem Testkästchen das Ganze durch, ob der Reed funktioniert, ob das alles läuft. Weil bevor ich das nämlich da drunter einklebe, möchte ich ja wissen, ob es auch funktioniert, weil alles andere wäre einfach ein bisschen doof. Und wir sehen es an der LED, dass die dann jetzt, wenn der Magnet drankommt, schaltet die durch. Also funktioniert, kann eingebaut werden. Aber was wollte ich jetzt dazu sagen? Ich hatte vorher den Reed vor dem Signal eingebaut, was ja eigentlich ja auch Sinn ergibt. Braucht das aber danach. Wenn ich es davor einbaue, schaltet ja, wenn meine Lok ranfährt an das, ich sag mal, rote Signal, schaltet das Signal auf grün und die Lok kann weiterfahren und die folgende Weiche wird automatisch gestellt. Alles schön und gut. Wenn ich mit dem Auto fahre in der Stadt, ist das super, wenn ich dann hier grüne Welle und so, ne? Aber ich hätte nach dieser Variante nicht eine Lok an einem roten Signal stehen lassen können, weil die schalten sich ja automatisch auf grün. In dem Fall schaltet sich das Gegensignal auf rot und die Weichen stellen sich entgegengesetzt. Alles schön und gut, aber was ist denn, wenn ich jetzt da hinten gerne mal einen Zug stehen lassen haben möchte, weil jetzt zum Beispiel von der roten Brücke hier rechts einer kommt, ja, und dann da hinten rein will. Hätte nicht funktioniert. Deswegen muss der Reed-Kontakt in meinen Fällen immer hinter dem Signal, denn das ist wirklich nur eine Sicherung, wenn ich mal das Ganze verpennt habe oder wenn mal Besuch da ist, vielleicht auch mal ein Kind an der Anlage mal steht, will mal einen Zug fahren lassen, fährt übers rote Signal, bums, der fährt links in die Arkaden rein und ein Gleis da hinten irgendwo, weil die Weiche ist ja, die obere Weiche ist ja schon innerhalb der Arkaden und dann auch an dem geschlossenen Teil, wie wir hier vorne sehen.
ja, sinnlos, ne? Und deswegen ist es so, wenn ich jetzt bei dem roten Signal ankomme, der Zug fährt drüber, den ich jetzt verschlafen habe, dann schaltet sich das Signal automatisch auf grün und die Weiche entsprechend in die richtige Richtung. Also die schalten sich immer von der stumpfen Seite her nur. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch in eine falsch gestellte Weiche reinfahre, kann ich das ja nur von der stumpfen Seite machen. Von der spitzen Seite fahre ich ja im Grunde genommen immer in eine richtige Weiche rein, wo er nicht er kann zwar irgendwo hinfahren, wo ich das gerade gar nicht will, aber er wird mir nicht entgleisen. Und in der stumpfen Seite wird bei der Lok auch nicht viel passieren, aber die Waggons hinten, die werden dann wahrscheinlich rausspringen. Und dann habe ich den ganzen Salat irgendwo unter den Arkaden. Und das mache ich natürlich auf der gesamten Anlage. Also hinter jedem Signal kommt ein Ried, wenn eine folgende Weiche natürlich ist. Kommt ein Riedkontakt als Sicherung. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsarbeit. Vor allem, wenn man es nachträglich machen muss. Also wenn man nachträglich dann das Ganze noch irgendwo versuchen will, in Bahn zu kriegen und wieder das an der richtigen Stelle sitzt, weil man es einfach verschlafen hat. Ich weiß auch nicht, warum ich das verpennt habe. Aber gut, es ist halt so. Ich kann es nicht mehr ändern. Und da habe ich mir jetzt die Arbeit gemacht. Und dieser Kontakt jetzt hier vor uns, der ist stellvertretend für derzeit 10 weitere, die ich nachträglich verschieben musste. Das heißt, ich habe 10-mal das Ganze verpennt und habe es vor Signal gesetzt und nicht nach das Signal. Ich habe die Reeds vor den Signalen natürlich auch drin gelassen. Wer weiß, was mir mal noch so unterkommt. Wäre ja Blödsinn, wenn ich ihn rausreise. Jetzt teste ich das Ganze nochmal durch, wenn es eingebaut ist, damit ich dann weiß, bevor ich jetzt das Ganze verfülle. Da kommen wir gleich zu. Ja, also ihr seht, das funktioniert. Nach dem Signal schaltet das schön um. Der hat immer 2 Schaltpunkte, der Ried. Und das funktioniert prächtig. Und danach wird das jetzt nämlich verfüllt. Ich habe es an manchen Stellen so gemacht, hier glaube ich auch, ja genau, dass ich den Riedkontakt in Quarzsand gelegt habe. Wir sehen das jetzt hier. Ich fülle das mit Quarz auf. Und an manchen anderen Stellen, wo ich nicht so viel, so nicht so ein großes Loch fräsen konnte, habe ich es direkt in den Schotter reingelegt. Ist aber eigentlich auch egal. Und jetzt sauge ich nur vorsichtig um das Loch ringsrum den Quarzsand wieder ab, denn der soll ja nur im Loch drinne sein, im ausgefrästen Loch. Und soll sozusagen den Riedkontakt da schön einbetten irgendwo. Und da muss man, wenn man natürlich jetzt den Staubsauger auf das drauf hält, ist das Loch wieder leer. Da haben wir auch nichts gekonnt, aber hat gut funktioniert. Jetzt ziehe ich die beiden Zahnstöcherchen wieder raus. Stöcherchen? Zahnstocher? Gibt es Stöcherchen? Nee, wa? Zahnstocher wieder raus. Muss dabei eine Obacht geben, dass der Sand schön unter den Ried dabei rieselt. Genau das hat funktioniert. Und ja, dann läuft das. Und ja, immer wieder absaugen und ein bisschen, damit das wirklich, also ihr werdet es nachher auch sehen, es ist nicht mehr zu sehen, dass ich es gemacht habe. Da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Jetzt kommt der Schotter oben drauf. Der täuscht natürlich auch, weil der ist ja hell. Der ist, wenn ich ihn in diesem Zustand auftrage, ist der so hellgrau, wie wir das sehen. Und sobald der verklebt wurde und auch trocken ist, weil wir sehen es ja ringsherum, hier vorne mache ich jetzt jeweils einen Tropfen dorthin, wo die Löcher gebohrt wurden, nach unten sozusagen, da rieselt mir jetzt der Schotter nach unten hindurch und deswegen kommen aus die beiden Stellen, wo das ist, jetzt ein bisschen Kleber hin. In dem Fall nehme ich hier den Tiefgrund und ja, so dass es eben nicht mehr passiert und jetzt wird er schön ausgestrichen. Macht sich immer mit so einem feuchten Schotter ein bisschen doof. Wir sehen es, das fängt an zu klumpen, aber wenn man da so schön so stupst und tupft, dann ist das schon machbar irgendwo. Und wenn man das Ganze jetzt hier schön irgendwie sich wieder hin macht und ja, Überschüssiges wegsaugt und dann mit dem Finger vielleicht noch ein bisschen drauf klopft, dass das schön wieder eine Höhe ergibt, da habe ich glaube ich nur mit dem Pinsel hier gemacht, dann ist das zum Schluss auch wirklich fast unsichtbar oder nicht nur fast, es ist unsichtbar. Jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was aus hier. Ja, ausgestreut nochmal, dass dann das sich ansaugen kann. Und das funktioniert wirklich gut. Also so kann man doch relativ einfach Riedkontakte meines Erachtens nachträglich einbauen. Das heißt, wer die Idee gar nicht mal schlecht findet, der sagt, Mensch, das würde ich auch gerne machen wollen. Genauso kann man es machen. Ja, man fräst das schön aus und dann, jetzt sehen wir das letzte Bild. Es ist jetzt hier fertig. Es ist nichts mehr zu sehen. Es ist, als wenn nie was gewesen ist. Und ich denke mal, das sind Dinge, die ihr selber genauso hinbekommt. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Beim nächsten Mal geht es wieder um Kabelkram. Den werde ich ein bisschen
euch erklären, was ich da alles gemacht habe. Es ist zurzeit ein bisschen viel Theorie, also nicht Theorie, das Strippenziehen ist auch Praxis, aber freut euch auf nächste Woche. Macht's schön gut, euer Aquapenta aka Uli. Tschüss!